Orgel beträgt 3 bis 4. Ja, gut, so lange ist bei mir nicht. Sieht man auch kaum. Was für ein Schmarrn hier. Ich finde das alles gar nicht so toll, muss ich euch sagen. Aber egal. Fahr Herzeng, mal das weiter. steht dir sehr gut. Ist ja langweilig dann hier für viele. Wir werden am 4.9. noch genug umstylen mit Sims. Gibt es andere Schuhe bei denen, die du hast, der große C? Ob normal aus? Nee, gibt's auch nicht. Die Schuhe waren eigentlich die einzigen. Es gibt auch nicht kaum euch. Vielleicht gibt es bei anderen Kleidungsgeschäft. Hier Markennamenkleidung, das ist hier B-Ware. Gekaufte Kleidungsstücken hier. Hier gibt es Markennamenkleidung. Schauen wir mal da rein. Da gibt es bestimmt besseres hier. Zweimal das Handding, brauchen wir das Geld und dann zaubern Die wir nochmal. Oh Umkleidekabinen sind da je. drüben. Ja, die Umkleidekabinen sind da drüben, ich muss dahin gehen. Ja, schauen wir mal. Deswegen schauen wir uns das hier mal an. Ja, kann ich mir alles nicht leisten. Also das heißt, ich habe mir die ganzen Sachen noch nicht freigespielt. Vielleicht haben die bessere Oberteile hier. Gott, wie hässlich. Okay, das ist ja nicht schlimm. Das ist, finde ich, auch ganz nett. Also, yay. Atari-Zeichen. Das ist auch nicht schlecht, aber nur eine geile Farbe halt. So bauchfrei gefällt mir schon sehr gut. Aber dann der kurze Rock passt da nicht dazu. Aber was ist denn das, für Muster, Leute? Ist das Hoodie oder was? Ja. Ja, das nehmen wir. Was haltet ihr davon? Kirschen. Genau so. Bist du mit der gebrochenen Hand dann nochmals skaten gegangen oder wie? Ich war froh, die Kippe noch anzukriegen. Alter, was sind das für. Wie so eine Kirsche? The fuck? Das ist ja auch schick eigentlich. Oh Gott, was haben sie denn jetzt wieder angestellt? Gut, dass Atari keine Kleider herstellt. Haben wir Glück, wa? Oh Mann, Leute. Das würde ich aber einfach so nehmen als Gaudi. Jetzt nehmen wir mal. Komm, scheiß drauf. Das nehmen wir einfach mal. Schuhe gibt's auch nicht, Handschuhe auch nicht. Hut auch nicht. Geht nicht, gibt's noch nicht. Nicht freigespielt, aber jetzt. Perfekt, das steht dir sehr gut. Ja, dann denke ich mir. War nichts Geld mit umgeknackst. Autsch! Scheiße, hör auf, ey. Bin schon so oft mit meinen Füßen umgeknackst. Tut so weh. Immer jedes Mal die Bänder da halb gerissen. Und, aber nicht nie ganz, immer nur gedehnt zum Glück. Details zu der Hand nochmal befügen. Eingeschränkt, die bleiben meine Bewegung ein. Bleiben leider. So. Ja, mal schauen, wie es mit meinem Fuß endet. Wenn da alles verheilt ist oder nicht. Was ist denn das eigentlich alles hier? Multiplayer, okay, kann ich alles nicht machen. So, wir wollten die A6 Elite-Meisterschaft fahren. Ich werde jetzt irgendwie hinfahren, werde aber vorher noch mal Pipi machen. Damit ich die Meisterschaft dann in voller Pracht genießen kann. Nur, was ist denn kürzer? Hier, ist ja egal, dann fahren wir hier hin. Okay. Ist auch die perfekte Straße hier für das Fahrzeug. Yeah. Und es regnet wieder. Nachts. Auf Ibiza. Regnet es eigentlich auf Ibiza wirklich so oft? Nie, oder? Ist doch Blödsinn.
Ach, so war es gar nicht geschaut. Was passiert? Gott gelesen wegen dem Bank. Hast 3 Punkte hast du gekriegt. Dann hast du den Gesetz 2, okay, hast du halt einen bekommen. Na, ist nicht schön. Execution Storm mit deiner Hand. What the fuck? Wenn möglich, bitte wenden. Sie fahren in die falsche Richtung. Sie befindet sich noch 2 Kilometer entfernt. An der nächsten Kreuzung biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab. Was für eine Kreuzung? Was für ein Links? Ich verarschen oder was? So die Hauptstraße hier. Meine Hand braucht noch mal, bis das weg ist. Sie ist noch vollgeschwollen. Jo, das kenne ich vom Fuß hier. Bin mal Warface zocken. Bis später. Alles klar, bis später. Silent Kill. Wenn Sims 4 gut wäre, würde EA das Spiel zum Testen an bestimmte Portale geben. Findest du das nicht auch komisch? Gags, ich weiß nicht. EA, was sind viele Sachen, die EA machen, finde ich komisch und möchte mich jetzt nicht unbedingt offiziell dazu äußern. Aber jein, wurde glaube ich bei Sims noch nie so wirklich gemacht. Steht immer sehr unter Verschluss das Ganze. Sie haben Ihr Fahrziel erreicht. So, bin mal kurz auf Klo. Durch diesen ganzen Regen im Spiel muss ich jetzt selber mal hier Regen projizieren. Und zwar genau so. Das, was der macht, mache ich jetzt auch. Erstmal strecken. Erstmal strecken. Ich will wieder aufstehen. Aua. Naja, aber bei den Portalen war es bisher immer so, dass sie das Spiel 2 Wochen vorher Release bekommen, ihren Test schreiben und den Release-Tag veröffentlichen. Und woher weißt du, dass sie es gar nicht bekommen haben? Meinst du, vielleicht haben die es ja schon, nur sagen es nicht, oder wie? Warum Farbe? Ich bin jetzt wieder pink. Wirst du das neue Sherlock Holmes streamen, wenn es kommt? Um was geht's denn eigentlich? Was für eine Art Spiel ist denn das? Ist das ein Spiel zur Serie? Ich habe die Serie nicht geschaut. Muss ich mir mal angucken. Weiß ich jetzt noch nicht. Ich kenne das Spiel gar nicht. Warum fahren wir jetzt wieder pink? Und wenn der Test gut ausfällt, hätten sie auch höhere Verkaufszahlen.
Was braucht die A nicht? A ist die A, B ist Sims. Ja, E. Ja, warum also Geld in den Tester verschwenden? Post ist teuer. Weil GameStar das gesagt hat, dass sie diesmal keine Vorversion testen durften. Ach so, und alle. Ja, ist ja gut. Also, eigentlich läuft ja Sims sowieso von alleine. Sowieso klar. Das wissen wir ja alle. Ist sowieso eines, ist das erfolgreichste Game gewesen, zeitlang ever, überhaupt. Werbung braucht man dafür nicht schalten und testen und so. Es ist ja jetzt eine neue Engine anscheinend und die haben sehr, sehr viel kastriert. Also, was du in 1, 2, 3 machen konntest, ist jetzt nicht mehr der Fall. Kannst du viel, vieles kannst du nicht mehr machen, ist eh klar. Neue Engine, du müsst erstmal wieder alles reinbasteln, wieder stark kastriert. Und dann vielleicht durch die ganzen 20 Addons, die rauskommen, wird wieder mehr hinzugefügt oder in Teil 5 dann. Mit der gleichen Engine, nur ein bisschen verbessert. Die exotische Finger hat man doch das Häutchen, das hat man, habe ich nicht mehr. Ah. Oh. Nett. Nett. Das ist, ja, komisch bestimmt. Uah. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Niemals wird bei meinem Nick eine andere Farbe ziehen. Sonst weine ich. Bitte, Wurm. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Die Zeit verrinnt, wir müssen uns beeilen. Treffen wir die Rennanwärter... Wieder Regen, gell, Leute. Regen for the win. Im Spiel immer. Noch ein Spiel war voller Regen. Genau, dieses The Forest. Da hatte ich auch Dauerregen. War auch auf einer Insel. Kann man nicht vorstellen, dass auf Ibiza es eigentlich 80% Regenwahrscheinlichkeit gibt. Ja, vielleicht doch früher bremsen im Regen. Hm. Noch früher. Ab Freitag gibt's 30 Liter Fass. Fürs ganze Wochenende oder wie? Machst du schon mal. Tust schon mal anzapfen, O-Zopf ist am Freitag und dann ist fürs ganze Wochenende oder nur für Freitag. Shit, hey, shit, ist doch jetzt wieder schwieriger hier mit dem. Jei. Wie war The Forest? War eigentlich ganz gut, hat mich sehr an. Boah, ich muss vorsichtiger fahren, Leute. Was ist da los? Die Strecke hoch, runter, bergab. Kurz vor den Checkpoints geht es immer bergab oder bergauf. War nicht gut, The Forest hat mich an Rust erinnert mit dem ganzen Bauen, rumlaufen, Bäume abhacken. Aber ist noch zu wenig Content. Gut, ist auf einer Alpha in der Version 0.0 irgendwas. Hat einen guten Eindruck gemacht. Sie müssen aber noch an sehr viel arbeiten. Sicher. Bei der, so einer Low Version ist ja normal. Aber hat da nicht gepasst. Erster Eindruck okay. Naja, in den USA lässt sich Sims 4 ja schon in ein paar Stunden spielen. Da schaue ich mir das mal an. Kennst du ein gutes Spiel für 10 Euro? Es gibt da nicht viele Spiele unter 10 Euro. Schau mal auf MMOGA. Da gibt es viele Spiele auch immer im Angebot. 5 Euro, 4 Euro, 6 Euro. Wie kann man in den USA schon spielen oder was? Ist es dann, wenn ich es am Donnerstag zeige, schon wieder out? Ja, das ist ja kacke. Dann brauchst du gar nicht mehr zeigen. Dann überlegen wir es nochmal. Ich wollte es eigentlich am Release-Tag zeigen. Und wieso kann man das in den USA schon spielen? Ich will auch. Ich dachte. Fuck, ey. Boah, nicht so viel reden und Gags. Komm bitte, ein bisschen konzentrieren. Fahr doch mal nur Auto. Bitte was? Nee, mach ich nicht. Ich muss Chat schauen hier. Keine Zeit zum Fahren. Hitman Absolution ist ein geniales Game. Gibt in den USA. Ab 2. September gibt noch mehr Spiele, aber es ist so Early Access Alpha Kram. Es muss ja nicht sein, dass es schlecht ist, Alexis Alpha-Kram. Ja, aber The Forest ist eigentlich ganz okay. Da muss man warten.